Gelobt sei Jesu Maria, liebe Jugendliche, es freut mich so sehr, dass ich mit euch sein darf. Ich kann die Freude nicht beschreiben, die ich in meinem Herzen beschreiben kann. Und jetzt schaut, Medjugorje ist zu mir gekommen, schaut, es freut mich so sehr. Die unbeschreibliche Freude ist in meinem Inneren. Mit dieser Freude, ich bekenne, ich spüre auch ein bisschen eine Art Angst, wie soll ich vor euch allen reden über meine Berufung. Aber all das ist ein Geschenk Gottes. Er hat mir dies gegeben. Und ich sollte dies mit den anderen teilen und nicht in mir festhalten. Ich wollte diesem Ruf aus dem Weg gehen. Als sie mir vorgeschlagen haben, ich soll beim Jugendfest für Zeugnis abgeben. Und ich habe gesagt, sie werden nicht mich auswählen. Sie haben so viele Vorschläge von anderen Leuten. Und für dieses Anliegen habe ich gebetet, dass sie mich nicht auswählen. Aber Gott wollte es anscheinend anders. Und wieder in mir eine Angst. Wie soll ich? Ich bin doch kein Sprecher. Wie soll ich vor den Menschen reden und so? Und dann, die Mutter Gottes hat in diesem Monat gesagt, liebe Kinder, legt Zeugnis ab. Und seid stolz, weil ihr in ihm auferstanden seid. Die Mutter Gottes ruft auf zum Zeugnis abgeben. Und dann habe ich ein Zitat aus der Bibel geöffnet, was Jesus sagt. Und Jesus sagt im Johannes-Evangelium, und ihr werdet Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an mit mir seid. Dann habe ich gesagt, okay, Jesus, ich sehe, es ist dein Wille und ich sollte Zeugnis ablegen. Und jetzt bin ich deshalb heute hier bei euch. Meine Berufung ist irgendwo aus der Kindheit. Ich komme aus Rama, ungefähr 100 Kilometer nördlich von Medjugorje. Und ich erinnere mich, dass meine Mama mich zur Heiligen Messe geführt hat. Ich weiß, dass ich diese Kirchenlieder geliebt habe. Während ich sie hörte, hat mich etwas im Herzen bewegt, auch wenn ich damals nichts verstanden habe. Ich war klein, aber ich habe mich sehr gefreut zu singen. In der Grundschule war es jetzt nicht besonders. Die Familiensituation war ein wenig anders als bei anderen, denn meine Mama hat im Ausland gearbeitet und Papa hat auf uns drei Kinder Acht gegeben. Und es ist etwas geschehen, was mein Leben, mein Lebensweg verwandelt hatte, als ich 11 Jahre alt war. Papa ist unverhofft krank geworden und ist gestorben. Das war ein sehr schwerer Abschnitt für meine Familie. Aber mit der Hilfe Gottes haben wir das irgendwie geschafft zu überwinden. Mama hat weiter im Ausland gearbeitet, um uns zu essen zu beschaffen. Ich bin geblieben, um Brüder und Schwestern Acht zu geben, aber wir waren ein wenig mit den Verwandten. Und als wir ein bisschen größer geworden sind, sind wir alleine geblieben. Vielleicht bin ich schneller reif geworden, aber heute sehe ich, dass das so sein sollte. Es war im Plan Gottes. Und dann noch eine Verwandlung bei der mittleren Reife mit 15, 16 Jahren, wo ich nach Mostar gegangen bin und da meine mittlere Reife eingeschrieben habe und so Frama komme, die Franziskanerjugend, Jugendliche, die leben, die das Evangelium leben, nach dem Beispiel des heiligen Franziskus von Assisi. Und diese Frama hat mich wirklich sehr verändert. Da ist etwas Unbeschreibliches in mir geschehen. Ich bin überzeugt, wenn junge Menschen in einer gewissen Zeit die Jugend, also Adoleszenz, sein sollten, weil dich das formt und das hat diesen Ruf geformt, wo ich heute bin. Dieses Zusammensein mit den Jugendlichen hat mir geholfen, mich zu öffnen, weil ich eigentlich eine verschlossene Person war und irgendwie führte alles zu Gott. Dieses Zusammensein, wir waren konstant bei der Messe und auch in Medjugorje. All das hat einen Einfluss gehabt auf meinen Lebensweg. Ich habe den Lebenslauf des heiligen Franziskus gelesen und durch ihn bin ich zur heiligen Clara gekommen. Es hat mich etwas im Herzen berührt, als ich das gelesen habe. Diese Art und Weise des Lebens
Und da habe ich gedacht, so kann ich nicht leben. Die haben im 13. Jahrhundert gelebt. Das ist jetzt nicht für mich irgendwie. Ich habe versucht, den heiligen Franziskus in das Heute hineinzusetzen. Und das ist die Aufgabe von jedem Franziskaner-Jugendlichen. Aber es hat eine Spur in mir hinterlassen. Ich habe gedacht, so kann ich nicht so leben. Ich mache meinen Weg weiter und so. Zum Jahrestag, 30. Jahrestag, 25. Juni 2011, bin ich mit meiner Familie nach Medjugorje gegangen. Und dort ist etwas so Wundersames geschehen. Vor der Heiligen Messe sind wir zum Auferstandenen gegangen, dieser Weg Via Domini. Ich erinnere mich an diese Details. Auf dieser Wiese waren ganz viele Menschen versammelt um eine Person. In meinem Herzen hat mich etwas angeregt, dorthin zu gehen und zu sehen, die Menschen weinen, können das nicht anschauen. Und mich zog etwas, dorthin zu gehen, ganz am Anfang. Als ich dorthin ging, habe ich eine junge Person gesehen, die wie tot auf der Erde lag. Auf einmal geschehen gewisse Reaktionen in ihr. Und dann haben sie zwei, drei Männer festgehalten, geistige Probleme, ein Kampf. Sie hat sehr geschrien. Und das war das erste Mal, dass ich so etwas begegnet. Und der Priester hat über ihr gebetet. In mir hat etwas mich angeregt, für diese Person zu beten. Ich habe sie nie vorher gesehen. Es hat mich etwas dahin gebracht. Wir haben alle gebetet und nach einer gewissen Zeit ist sie ganz einfach gesund geworden von dieser Situation. Sie ist aufgestanden und war auf einmal eine andere Person. Und dann habe ich begriffen, der Böse existiert. Und dass er diese Person angegriffen hat. Aber ich habe begriffen, dass Gott stärker ist als das Böse. Und dass er alles besiegen kann, wenn wir an ihn glauben. Und das ist durch einen Priester geschehen, also seine Diener. Das hat etwas in meinem Herzen bewegt und das war für mich eine Verwandlung. Ich würde sagen, eine gewisse Art und Weise der Bekehrung. Bis dahin war ich so traditioneller Gläubiger. Aber von dem Zeitpunkt an beginne ich mich zu verändern. Ich weiß, dass ich geweint habe und ich habe Gott gedankt, dass er so groß ist und dass er uns so liebt. Und da begann meine Veränderung, auch wenn ich mir dessen nicht bewusst war. Und da war Anbetung und geistige Berufung. Alle Franziskaner waren anwesend, während ich gebetet habe für die anderen, dass sie eine geistige Berufung erfahren. Und während ich betete, hörte ich eine Stimme, warum bist du nicht diese geistige Berufung, für die du sehr, sehr betest? Ich habe dann gedacht, was soll ich denn? Ich habe Angst gehabt und habe das in meinem Herzen so vergraben und habe gedacht, ich rede mit niemandem, das wird weggehen. Ich hatte in meinem Kopf so Pläne, Ideen. Als ich zur Frama kam und sah, wie die Jugendlichen leben, ich hatte einen Plan, einen guten, frommen jungen Mann zu finden, zu heiraten, meine Kinder zu haben. Sie dürfen alle ins Kloster gehen, nur ich wollte nicht gehen. Ich habe das so tief in meinem Herzen eingegraben und ich wollte einen frommen jungen Mann finden, eine Vision, was ich einen jungen Mann nicht gerne haben wollte. Und dann habe ich nach gewisser Zeit mit jemandem schreiben und dann haben wir abgesprochen, wir gehen mit den anderen Franziskaner Jugendlichen zum Jugendfest und das war das Jugendfest 2011, mein erstes Jugendfestival. Und in einem Moment, während Pater Danko am Altar über geistige Berufungen gesprochen hat, hat er alle Jugendlichen aufgerufen, die in diesem Moment eine Berufung spüren, an den Altar zu kommen. In meinem Herzen habe ich so ein Gefühl, ich möchte an den Altar mit all den anderen gehen. Aber ich kann doch nicht. Schande, da ist der junge Mann, mit dem ich schrieb. Und da die ganze Franziskaner-Jugendlichen, also ich werde nicht hinaufgehen. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du mich rufst, dann wirst du mir eine andere Art und Weise zeigen. Ich muss nicht nach da vorne gehen und damit alle sehen, dass ich die Berufung habe. Ich wollte mir das selber nicht bekennen. Ich bin davor weggelaufen und so ist es irgendwie vorübergegangen. Die ganze mittlere Reife, so 3, 4 Jahre hat das gedauert.
Und Gott hat erkannt, dass er irgendwie nicht zu mir kam. Und dann bekamen Menschen, Freunde aus der Frama, die auch über eine Berufung nachgedacht haben und sie haben entschieden, ins Kloster zu gehen. Und sie sagen zu mir, Brigitta, du hast auch eine Berufung, das sehen wir bei dir. Und dann haben wir, es ist mir egal, ob was ihr seht, ich sehe es nicht. Ich wollte nicht. Ich habe es verleugnet, nein. Ich habe meine Ziele. Und die Flucht dauerte bis zu meinem 18. Lebensjahr, viertes Jahr der mittleren Reife, Zeit der Entscheidung. Ich sah, alle meine Freunde gingen ins Kloster oder einige studieren. Und ich, was mache ich? Von der einen Seite zieht mich das Leben im Kloster an. Ich sehe, dass etwas in mir geschieht, weil diese Berufung immer wieder kam in der Messe, in der Anbetung. Und andererseits, es war schön, irgendwie Mutter zu sein, Kinder zu haben. Ich spürte mich wie eine Kette, ich demonstriere es. Auf die eine Seite sehen sie, dann auf die andere. Und dann habe ich gedacht, entweder reißt es in der Mitte oder irgendwas wird, auf irgendeiner Seite wird es ziehen. Ich habe begriffen, ich muss das mit jemandem teilen. Ich kann es nicht mehr in meinem Inneren halten, weil der Druck so groß war. Ich muss entscheiden, was ich will. Und ich wusste nicht, was ich will. Ich habe entschieden, mit einem Priester zu sprechen, den ich kannte. Für mich war es etwas, als wenn jemand mir sagt, diese Berufung ist nicht für dich. Alle haben ja gesagt. Und ich wollte eine Person haben, die dir sagt, das ist nicht für dich, lass das. Und dann wäre es für mich leichter. Aber dieser Priester ist, wenn er dies gefühlt hat, als ich ihm erzählte, meine Sorgen und Pläne und so, alles was geschieht und die Schwierigkeiten, er sagt zu mir, in diesem Moment möchte ich dich fragen, wenn du jetzt entscheiden müsstest, was würdest du jetzt machen? Wirst du Mutter und Kinder haben oder würdest du ins Kloster gehen? Und dann habe ich gesagt, ich wäre Mutter und hätte meine Kinder. Dann sagt er, gut, das ist deine Berufung. Du wirst Theologie vielleicht einschreiben, Religionsunterricht, du wirst an der Seite der Kirche sein. Vielleicht ist dies deine Berufung. Erst wie er das aufzählt, in mir der Unfrieden, erst da habe ich dann begriffen. Es ist doch etwas anderes, was mein Herz will. Als wenn er das gespürt hätte, sagt er, hier hast du eine Nummer von einer Ordensschwester, dass sie etwas mehr sagt von der Haltung einer Frau und nicht nur ich als Mann. Ich habe das angenommen. Ich habe diese Schwester morgen am nächsten Tag getroffen und sie sagt zu mir, es ist klar, dass du die Berufung hast, aber sie sagt, keiner kann dir sagen, dass du eine Berufung hast und an deiner Stelle zu fällen, die Entscheidung liegt bei dir. Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Wie soll ich mich entscheiden für das so etwas sehr Schweres in diesem Moment? Und sie hat mir eine geistige Aufgabe gegeben, das Leben von Heiligen zu lesen und so ein paar Sachen. Und sie sagt, im Herbst bete eine Novene zum Heiligen Geist und in diesen 9 Tagen entscheide, was es ist. Was deine Entscheidung ist, vielleicht Kloster, dann denke nicht mehr über die Familie nach. Wenn es die Familie ist, dann denk nicht mehr über das Kloster. Du fällst eine Entscheidung, was es ist. Inace wirst du so zerbrechen. Ich habe Angst vor dieser Novena gehabt. Wie soll ich in 9 Tagen entscheiden, was für mich richtig ist? Aber Gott hatte seine Pläne, um mich davon zu befreien. Er hat einen Moment erwartet, dass ich mich vollkommen ihm übergebe, weil ich all diese Ketten in meinen Händen hielt und ihm nicht erlaubt habe, dass er in die Nähe kommt. Ich ging meiner Mutter zum Erscheinungsberg, zum Jahrestag und zu Fuß. Meine Mutter versteht mich am besten, sie weiß, wie es mir geht und sie wird am besten wissen, was für mich gut ist und sie sollte mir helfen, die Mutter Gottes. Mit diesem ging ich dann nach Medjugorje. Und sie sendet mir einen Priester, dem ich das gesagt habe. Und er erzählte mir eine kurze Geschichte. Und er sagt, wenn ein Fischer fischt, desto mehr
dieser Fisch auf dieser Angel festhängt, tut es immer mehr. Und so ist es bei Gott, wenn er Fischen tut, die er gefangen hat, desto mehr sie sich wehren von dieser Berufung, desto mehr schmerzt er sie. Sie überlassen sich, um zu sehen, wie Gott sie führt. Und ich habe begriffen, ich bin dieser Fisch. Ich benehme mich wie dieser Fisch. Und dann habe ich entschieden, ich fälle eine Entscheidung. Ich überlasse mich dir, Gott, du führst mich jetzt. Was auch immer du entscheidest, ich nehme es an. Wenn du möchtest, dass ich Ordensschwester werde, gehe ich. Wenn die Familienberufung für dich ist, dann gehe ich dort. Führe du mich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr alleine es nicht mehr aushalten. Ich weiß, dass du, Herr, mich führen wirst. Ich habe alles Gott in die Hände gelegt, er solle mich führen. Erst dann konnte Gott in meiner Seele wirken. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich alles fest in meinen Händen gehalten. Und da habe ich Gott erlaubt, dass er wirkt. Sehr schnell war das Jugendfest 2013. Am heutigen Tag, genau, 2013, bei der Heiligen Messe, habe ich etwas Wundersames gespürt, was in mir alles verändert hat. Da habe ich Gott mein Ja gegeben und dieses Ja bleibt bis heute. Und ich werde das sicherlich mein ganzes Leben mir merken, während der Messe, während der Priester predigte etwas über Maria. Mein Herz hat etwas so intensiv berührt und ich habe geweint, ich habe die ganze Zeit geweint. Aber in meinem Inneren habe ich mich gesehen, wie auf einer Handfläche Gottes liegend. Und ich hörte in meinem Herzen eine Stimme, so viele Jahre rufe ich dich, warum antwortest du meinem Ruf nicht, warum flüchtest vor mir? Ich wusste, das ist es. In einem Moment, all diese 3 Jahre dieses absichtlichen Flüchtens von Gott und seiner Berufung, warum flüchte ich vor dir? Weshalb? Ich habe so eine große Liebe in meinem Herzen gespürt und ich konnte nie Nein sagen. Und da habe ich gesagt, ja, Herr, ich bin hier, ich übergebe mich dir. Du führst mich weiter, vollkommen gehöre ich dir. Es war so wie ein großer Stein, der von meinem Herzen fiel, als ich endgültig entschieden hatte. Ich gehe ins Kloster. Und dann habe ich überlegt, wenn ich entscheide, dann verschwinden alle Probleme. Aber erst dann kamen wirkliche Probleme. Ich habe es der Mama gesagt, dass ich ins Kloster möchte, dass ich den Ruf gespürt hatte. Sie hat gesehen, dass ich anders bin und so. Wir haben ein wenig Streit gehabt sogar. Und sie sagt, erst habe ich dich erzogen. Ich gerade 18, anstelle ihr zu helfen, dass Bruder und Schwester wachsen. Und sie sagt, jetzt willst du gehen, mich alleine lassen? Da habe ich gedacht, aber lieber Gott, sie braucht mich wirklich. Dann habe ich Gott gesagt, wenn das ein Ruf von dir wirklich ist, dann wirst du auf mich warten, egal wie sehr es das bedarf. Und Mama braucht mich jetzt mehr. Ich habe gedacht, das wird ein Jahr sein. Dann waren es noch 3 Jahre. Und ich war ein wenig wütend, falls man das sagen kann, wütend auf Gott. Warum hat er mir diese Erkenntnis gegeben, seinen Ruf zu spüren, all die Liebe zu spüren? Und dann muss ich warten. Warum kann ich nicht sofort gehen wie alle anderen, die gleich alt sind? Sie haben diese Rufung, gehen sofort ins Kloster. Und sie gingen alle und ich wartete immer noch. Und von diesen Freunden aus Frama sind 12 von uns in den letzten 6 Jahren ins Kloster gegangen. Und das ist nicht eine kleine Zahl. Gott hat sie mir alle über den Weg gesandt, dass sie mir alle sagen, auch ich hatte eine Berufung. Das hat mir nichts geholfen, bevor ich in meinem Herzen nicht entschieden hatte, dass es das ist, bis Gott es mir zeigte. Diese Zeit des Wartens war ein wenig schwer, eine Tonne an Fragen. Ich wusste auch nicht, wohin soll ich gehen. Dieser Ruf war fürs Ordensleben im Allgemeinen nicht, in welches Kloster ich gehen sollte. Also in meinem Kopf hatte ich eine Vision. Ich gehe dorthin, wo alle meine Freundinnen hingegangen sind, offenen Orden. Ich habe nie über die Klausur nachgedacht.
Und ein Priester hat mir wieder geholfen. Und wieder beim Jugendfestival nächstes Jahr. Und er sagt, mein nicht, dass dieses Warten etwas Katastrophales wäre. Nimm das eine Gnade, die Gott dir gibt. Denn in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren oder mehr, wie viel es bedarf, dass du wartest, kannst sehen, ob diese Berufung wirklich für dich ist. Du kannst alles in der Welt ausprobieren, damit nicht, wenn du ins Kloster gegangen hast, warum habe ich dies nicht probiert, dies nicht gesehen. Alles sehen und dann die endgültige Entscheidung fällen. Und wenn du nach all diesen Jahren die Berufung bleibst, dann ist es eine wahre Berufung. Und wenn er geht, dann wunderbar, nichts ist passiert für dich. Ich soll nicht übertreiben, zu schnell gehen und zu warten. In dieser Zeit kannst du vollkommener werden in den Tugenden, in Geduld, im Warten. Das hat sich mir so aufgezwungen. Ich würde sagen, mein eigenes Inneres hat ein bisschen, meine Schwere hat ein bisschen zerbrochen und es war leichter. Ich habe angenommen, gut, wie viel es bedarf, aber die Berufung blieb. Und ich habe dann Ignatius geistige Übungen, dass ich jeden Tag die Heilige Schrift betrachten kann, super Gelegenheit. Und immer in diesem geistigen Geiste zu sein, zur Messe, zur Anbetung und so. Und durch diese Betrachtungen, als wenn mein Herz gespürt hat, ein Wunsch nach einem tieferen Gebet, etwas, was ich nicht da hatte, was ich hatte. Ich war glücklich und zufrieden, habe gebetet, als wenn etwas fehlte im Herzen, als wenn Gott mich zu etwas mehr sendet und ich weiß nicht, was es ist. Und dann durch diese Gedanken, nach diesem Hunger nach Gott, ist dieser Gedanke der Klausur gekommen. Ich habe so Angst davor bekommen. Ich habe so lange gebraucht, um mich überhaupt zu entscheiden, ins Kloster zu gehen, geschweige denn Klausur. Meine liebe Mutter, bewahre mich davor. Ich so offen kommunikativ. Ich mag reisen, mit Jugendlichen zusammen sein. Wie soll ich mich jetzt in die Klausur einschließen? Das war für mich undenkbar. Und ich muss auch sagen, eigentlich grausam im ersten Moment. Aber Gott hat seine Pläne, die wir in diesem Moment nicht erkennen können. Und er hat sicherlich diese Zeit erwartet. Er wollte mir sicherlich nicht sofort die Klausur zeigen, weil ich das nicht hätte annehmen können. Das hat Zeit gebraucht, dass das reift. Ich bin einer Klausurschwester begegnet und ich habe gedacht, keiner kann mir mehr helfen als sie. Und sie hat die Erfahrung der Klausur und ich erzählte ihr die Gedanken und sie sagt zu mir, ich kann dir nicht sagen, ob du eine Berufung hast für die Klausur oder nicht. Und das eine ist von Clara von Assisi und von Teresa von Avila. Zwei Heilige, die zwei große Kalissenorden gegründet haben, die Klarissinnen und Karmelitinnen. Und lese, und wenn dein Herz dich irgendwo anzieht, und dann ist es und folge dieser Stimme. Und ich habe dann darüber nachgedacht, okay, wer weiß, ob Gott mir durch ein Buch antwortet, aber ich habe dann gesagt, okay, ich lese. Und als ich das über die Heilige Clara gelesen habe, das war's. Ich habe etwas tief in meinem Herzen gespürt. Ich möchte so leben. Das ist es, was ich suche. Und dann ist eine Angst erschienen. Angst von Verschlossenem, von Klausur. Aber ich hatte nicht die Erfahrung geschlossenen Art und Weise des Lebens, bin ich solchen Schwester begegnet und ich musste um einen Rat erbitten. Diese Angst war groß. Ich bin in die stille Exerzitien gegangen. Wenn der Mund schweigt, spricht das Herz. Alles wurde klar in meinem Inneren, was ich Jahre gesammelt habe, jede Flucht vor Gott. All das kam nach oben und reinigte sich und ein Priester hat mir geholfen und mir gesagt, es wäre am besten, dass du in einen Klausurorden ein paar Tage, da kann man da hingehen und diese Erfahrung machen. Ich wusste es nicht, wenn der sagt, das kannst du machen, ein paar Tage einfach sehen, wie sie leben, ein wenig das Leben mit ihnen durchleben und sehen, ob es das ist. Du musst ihnen gar nichts sagen.
Und dann habe ich gedacht, dann werde ich irgendwo hingehen, wo am nächsten ist. Ich bin hier hingekommen, wo in Breskoskau. Das war am nächsten. Und ich ging mit den Gedanken, ich gehe dort und es soll mir nicht gefallen. Ich werde sehen, dass das nicht für mich ist. Und ich kehre zurück zu meinen Plänen. Aber Gott überrascht immer. Eines Tages des Lebens hier und dieses Gebet, 7 Stunden am Tag wird gebetet, dieser Frieden, diese Freude, die ich spürte, das war ausreichend, um zu begreifen, dass Gott mich genau hier braucht. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht, irgendeinen anderen Klausurorden, irgendeine Erfahrung machen. Schon am ersten Tag habe ich gewusst, dass es das ist. Aber ich wollte es mir nicht bekennen. Mein Herz hat das gewusst, aber mein Verstand hat lange gebraucht. Ich habe den Schwestern hier nichts gesagt. In meinem Herzen habe ich gesagt, wenn das wirklich von dir ist, Herr, dann wirst du Kraft, dass ich mir geben, dass ich das annehme, weil mir das undenkbar erscheint, wenn du mich dorthin sendest. Mein Herzen gefiel es, aber der Verstand kann es nicht annehmen. Und du wirst mir noch ein Zeichen geben, das mir helfen wird. Ich habe so offen mit Jesus gesprochen und geglaubt, dass er mir dieses Zeichen geben wird und mir helfen wird. Das alles seins, nicht meins. Ich hatte meine Pläne, die komplett anderes waren als der Plan Gottes, als ich mich überlassen habe. Er soll das alles führen. Und so war es dann auch 3 Monate wieder ich in Medjugorje, wieder bei meiner Mami und ich auf dem Erscheinungsberg. Und ich sage zu meiner Mami, nur du, Mutter Gottes, kannst du mir helfen, nur du begreifst mich und du siehst die Situation in meiner Seele, wie groß diese Zweifel waren, weil ich nicht wusste, wo Gott mich ruft, ob er mich in Klausur ruft. All das waren Fragen, die sich aufdrückten. Und dann, als diese Gedanken kamen, kamen verschiedene Versuchungen, dass ich zum Beispiel nie wieder nach Hause kommen kann, mit meinen Freunden zusammen sein kann, nicht an die Orte, wo es für mich so schön war. Und ich werde nie nach Medjugorje kommen können. Das war meinem Herzen so schwer anzunehmen. Und es war nur, du darfst dies nicht mehr, darfst jenes nicht mehr. Nichts Positives, nur Negatives. Und ich habe das alles der Mutter Gottes gesagt und für dieses Anliegen habe ich dann den Rosenkranz gebetet. Sie soll alles klären, mir ein Zeichen geben, um mich auf dem Weg Jesu zu führen. Wieder eine große Gnade Gottes ist geschehen. Ich habe in einem Moment angefangen zu weinen und die Statue auf dem Erscheinungsberg. Es war einfach irgendwie von mir weg und ich sah in meinem Inneren die Statue der Mutter Gottes hier in diesem Kloster im Garten, in einer kleinen Grotte. Und ich hörte in meinem Herzen eine sanfte Stimme, die mir sagt, das ist dein Medjugorje. Hier wirst du alles bekommen, woran du dich gesehnt hast, was du möchtest. Ich habe gewusst, das ist die Mutter Gottes, sie gibt mir diese Gnade. Ich wusste, das ist es. All diese Gedanken, all diese Versuchungen, all das war weg. Ich wusste, da braucht mich Jesus, da ruft er mich. Ich habe das sofort den Schwestern gesagt. Die Freude war so groß. Ich weiß, wohin ich gehen muss. Ich habe ungefähr ein Jahr noch gebraucht, bis ich dann ins Kloster gekommen ist. Ich habe die Fakultät beendet und dieses Jahr war sehr schwer. So viele Zweifel, Ängste. Was, wenn das keine gute Entscheidung ist, wenn ich mir das eingebildet habe? Und Gott, was anderes von mir will, ich den falschen Weg gehe. Und dann herausgehen muss, weil ich sehe, dass das nichts für mich ist. Nur Zweifel, dass sie mich abbringen, bis ich in einem Moment gesagt habe, jetzt reicht's. Es ist mir egal. Wenn es das bedarf, dass ich demütig bin,
dass ich ein- und ausgehe. Ich muss gehen, weil ich so eine Kraft in meinem Inneren spürte, zu gehen. Gott ruft mich da. All diese Gedanken. All diese Versuchungen, die mich von diesem Weg abbringen wollten, aber sie haben keinen Erfolg gehabt. Gott hat auch meine Entscheidung überprüft, sicherlich, ob das das Richtige war, ob ich hundertprozentig sicher bin. Und ich war überhaupt nicht sicher, bis oder konnte es nicht sein, bis ich ins Kloster eingetreten bin. Am 27.12.2016 bin ich hineingekommen, Johannes, der Apostel. Als sie mir das Kleid angezogen haben, wusste ich es. Dieses Kleid hat die Mutter Gottes für mich bereitet. Und deshalb musste ich so lange warten. Und so eine Freude und so ein Frieden hat meine Seele eingenommen. Ich wusste, das ist es. Als wenn ich hier geboren wäre und jemand mich auf 22 Jahre geliehen hat in die Welt, um dort zu leben, um dorthin mich zurückgebracht hat, wo ich geboren wurde, wo ich sein sollte. Und mir kam diese aus dem Evangelium die Perle, als der Mann eine Perle gefunden hat und alles verkauft hat, um dieses Feld zu kaufen, auf der diese Perle ist. So fühle ich mich in diesem Kloster. Ich habe meine Perle gefunden, mein Jesus. Mir mangelt es an nicht etwas. Ich habe gedacht, es fehlt mir etwas aus der Außenwelt, hier eingesperrt oder so. Nein, erst jetzt im Kloster fühle ich mich vollkommen frei. Und dieses Gitter ist überhaupt gar kein Problem. Das ist meine Freiheit. Hier bin ich frei von allem angebunden an, auf die Welt, auf die Technologie. Alles, was mich draußen belastet hat, so frei, dass ich Jesus gehören kann, ihm das Leben geben kann, für die ganze Welt, für alle Menschen zu beten, alle Bedürfnisse der Kirche, denn dazu bin ich aufgerufen. Zum Ende möchte ich noch zwei Dinge sagen. Einer ist, bezieht sich auf euch alle Jugendlichen und der andere für jene, die diese geistige Berufung spüren. Ich möchte euch alle sagen, ich möchte euch den Rat geben, den die Mutter Gottes sagt, hat die fünf Steine der Mutter Gottes, die sie uns vorschlägt, dass wir sie tun, um dem Bösen und der Versuchung des Bösen zu widerstehen, der so stark ist von allen Seiten, um zu verschlingen, wie der heilige Petrus sagt, die fünf Steine sind die heilige Messe, Beichte, Rosenkranz, Gebet, Fasten und die Beichte. Monatliche Beichte und die Bibel. All das hat mir geholfen in diesen Teilen des Lebens, wo ich entscheiden sollte. Einer dieser Steine hat mir geholfen und ich habe begriffen, natürlich Heilige Schrift, ich habe mich verzählt, weil das Lesen in der Heiligen Schrift mir geholfen hat, zur Klausurung zu kommen, dieses Schweigen, Stille gesammelt sein. Ich möchte uns allen sagen, wir sollten festhalten an die fünf Steine der Mutter Gottes. Wenn wir festhalten und die Mutter Gottes sagten, wir werden Jesus gehören und wir können allen Fallen des Bösen aus dem Weg gehen, und ich wünsche euch das allen und ihr Jugendlichen, die in eurem Herzen die Berufung spürt, vielleicht sie gespürt habt oder bei diesem Jugendfestival spüren werdet und ihr habt sicherlich Angst. Ich möchte euch sagen, auch ich bin durch all das gegangen und ich weiß, wie es euch geht. Aber wichtig ist die Entscheidung. Es ist schwer, diese Entscheidung zu fällen, und ihr habt gesehen, wie viel Zeit ich gebraucht habe. Aber es gibt nichts Schönes, als Jesus zu dienen. Er ruft uns auf. Er von allen Menschen auf der Welt ruft er genau dich. Du bist Gott wertvoll, besonders wertvoll, und dass er dich besonders liebt. Und wenn ihr diese Liebe in seinem Herzen spürt, wie könnt ihr Gott Nein sagen? Ich konnte es nicht. Und ich bin glücklich, dass ich Ja gesagt habe und dass ich diese Berufung angenommen habe. Und ich möchte euch auch ermutigen, mutig durch diese Welt zu gehen und Jesus Ja zu sagen, sich ihm vollkommen zu übergeben. Wenn ihr euer Ja sagt, fängt er an zu wirken. Bevor ihr nicht euer Ja aussprecht, kann er nicht von euch und euren Plänen, kann er nicht, wie es bei mir war,
Ich hatte so 5 Schritte, die ich durchleben musste, um zum Kloster zu kommen. Das erste war die Berufung in meinem Herzen, spürte aber es nicht annahm. Das zweite, als ich angenommen habe, dass ich die Berufung hatte. Die dritte, die Entscheidung, was am schwersten war. Und das vierte, der vierte Schritt, die Gemeinschaft zu wählen, in die ich gehen wollte. Und dann der Eintritt, in diese Gemeinschaft zu kommen. Das war mein Weg. Und jedes einzelne von euch ruft Gott auf euren Weg, den er für euch bestimmt hat. Jeder von euch ist gerufen, was Gott möchte von euch, in welche Gemeinschaft er euch braucht. Seid mutig, geht vorwärts, fürchtet euch vor nichts. Jesus ist bei euch. Die Mutter Gottes ist bei euch. Sie lieben euch. Sie suchen, dass ihr vollkommen ihnen gehört. Dass ihr das Salz der Erde seid und das Licht der Welt. Und das wünsche ich euch, dass ihr euren Weg findet. Ich verspreche, ich bete für euch. Und ich empfehle mich in eure Gebete. Vor allem in diesen 6 Tagen des Jugendfestivals werde ich beten, dass genauso wie es mir geholfen hat, euch hilft, dieser Ort des Gesammeltseins, der Stille des Gebetes und die Fürsprache unserer Mutter, der Königin des Friedens, begleite euch und Gott segne euch alle.